Hallo? Hallo, herzlich willkommen! Nein, wirklich, hallo. Wir begrüßen euch. Wir sind in dem Fall Phil. Hallo. Alex. Hallo. Und ich, Jan. Zur neuen. Hallo. Ich habe schon ganz am Anfang Hallo gesagt. Zur neuen Let's Play-Reihe Bloodborne. Und ich werde Bloodborne auf der PS4 spielen, während zwei Bloodborne-Experten, sogenannte, die werden sich nicht mehr als Experten fühlen, wenn ich hier fertig bin. Ja. Die werden mich begleiten und versuchen, mein Spiel zu liken. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Ja, genau, das ist halt wichtig zu sagen. Jan hat noch gar nichts davon gesehen. Jan besitzt keine PS4 und das Spiel ist komplett an ihm vorbeigegangen bis jetzt. Was eine große Schande ist, und wir gucken uns jetzt erstmal das Intro Video an. Frage, ist die Story genauso relevant wie bei Dark Souls? Ja, ja. Okay. Schade, ich wollte es eigentlich gerade wegklicken, aber das hat nicht funktioniert. Ein bisschen lauter machen, weil sonst verstehst du ja gar nichts. Ich lese einfach die Subs. Ja, ich habe ja bislang nur Dark Souls 1 gespielt, aber auch noch nicht durchgespielt, muss ich ja dazu betonen. Auch wenn Alex glaubt, ich hätte abgebrochen, ich habe unterbrochen. Geil! Das ist aber echt noch sehr hell jetzt, ne? Ja, aber wir können ja... Da brennt dir ja die Augen raus. Wir können es ja gleich während des Spiels ein bisschen machen. Ihr seht, mein Fernseher passt sich da so ein bisschen an. Ne? Okay. Der hat es jetzt schon wieder runtergezogen. Hightech-Fernseher von Philips. Wahnsinn. Wahnsinn. Kann ich nur empfehlen, Philips, tolle Marke. Ja. Sind wir endorsed oder sowas? Kriegen wir da jetzt Geld für? Das wisst ihr doch nicht. Wie komme ich denn hier auf... Was? Auf muss deinen Namen L2. L2. Meinen Namen? Ja. So, danke. Ich hab das... Alex hat verstanden, was ich will. Gibt es auch einen... es bleibt immer Groß-Button? Ja. Ja, habe ich, auch schon gemacht. Könnt ihr mal gucken. Der Fick X oder was? Ich bin wieder... Das ist jetzt mein Remastered... Moment. Achso, doch. Gibt es hier einen Random-Button? Ja, den gibt es. Tatsächlich gibt es den. Ich spiele als Frau. Habe ich auch gemacht. Wie, es gibt nur zwei Geschlechter? Das ist aber nicht zeitgenössisch. Was denn? Willst du auch noch Sex-Change haben, oder was? Ja, Sex-Change zum Beispiel. Aber hallo? Komm, Oma, hier. Aged. Ah. Sieht genauso aus wie vorher, oder? Ein paar Falten. Du kannst ein bisschen ranzoomen mit L2 und R2. Das ist R. Das ist doch R2 hier, oder? Ja. Achso, ah. Okay. Oh, das geht aber schnell. Ja, Wahnsinn. War das so nah, wie du konntest? Ja. Okay. Ja, dann wird wahrscheinlich bei Experience gleich. Oh, ich komme aus. Achso, okay. Jetzt muss ich gucken. Ich brauche was mit einigermaßen viel Vitality, aber auch mit. Was ist denn Skill? Warte, wo ist Skill? Skill ist für deine Secondary Weapon, für deine Kanone sozusagen. Okay, für die Knarre. Nee, das stimmt nicht. Nein? Nee, Skill ist für die erste Waffe, Primary. Strength ist für die erste und Skill ist für die erste. Und Blood Tinge, das ist für die zweite, für die Kanone. Richtig. Sicher? Ja, ich meine schon. Okay. Manche Waffen haben Skill, manche Waffen haben Strength. Experten! Ja, doch. Ja, aber man braucht auch für ein paar... Auf jeden Fall für ein paar Secondaries auch Skill. Also ich merke schon, dass, dass der Lone Survivor und der Milky Toast, ist das ein Milchtoast? Ja, Milchtoast, ja. Offensichtlich so eher so die Lone Survivor habe ich gemacht, das war eigentlich ganz gut. Blood Echoes, wofür brauche ich die? Das sind deine Seelen sozusagen. Okay. Also, für alles, kaufen, aufleveln. Und dann habe ich den Startwert einfach schon. Da habe ich ein höheres Budget von Anfang an. Genau, ist zwar nicht viel. Ja, dann... da würde ich auch nicht drauf achten. Okay. Kriegst du sowieso alle. Also ich denke, dass ich was alle verlieren. Mit Vitality... Ich glaube, ich mache den Military Veteran. Ich will ja auch immer so Rollen spielen, als wäre ich selbst. Und dann kann ich... Weil du so ein Militärveteran ja. bist. du bist so ein Verweigerer, bist du doch. Ja, das stimmt. Aber auch nur, weil ich nicht zufrieden war mit der eher laschen und pazifistischen Einstellung unserer Bundeswehr. So. Ja. Wünschst du dir da ein paar gewisse Zeiten zurück, oder? Nein, worüber reden wir? Also, oh ja. Das ist ja spannend. Das ist irgendwie, kann man einen Avatar machen? Ten Mom, bist du. Ja gut, oh, was?
Ja, sieht doch gut aus, oder? Damit kann ich leben. Face Details. Sieht schon aus wie ein Untoter, ey, Dark Souls. Features. Oh ja. 110. Aber es ist ja. Gibt's hier eine Möglichkeit, sofort Moment. Nach rechts zu springen? Ist das ja, da Change by 10 mit L1 und R1. Soll das ihr Alter sein? 247? Was ist das denn für ein Gesicht? Wieso wird sie, wenn sie weiblicher ist, werden die Augen größer und bei männlich werden die Augen kleiner? Okay, sieht wirklich männlich. Hier, komm, machen wir das hier. Sieht aus wie so ein Indianer. Weak. Ja, ich bin schon ganz... Du bist traurig und müde. Bitte tut mir nichts. Oh Gott, ey, nein, ich mach das jetzt nicht. Vielleicht mache ich noch meine Augen. Das ist ja immer noch ein entscheidendes Feature. Ja, ist auch das Einzige, was du noch siehst. Sowieso. Die kannst du doch auch irgendwie rot machen, bestimmt. Na komm, komplett narrow. Das ist doch wie ein Geier oder so. Ja, wie so ein Aasgeier. Ja. Okay, passt. Ja, Pupillen. Komm, nee, Glasses. Ich kann Glasses machen. Wow. Was ist das denn? John Lennon-Style hier. Nee, du siehst mit den kleinen Schwarzen, siehst du ein bisschen aus wie der von Who Framed Roger Rabbit, der Bösewicht. Noch so ein bisschen wie John Lennon. Also. Ach, ich mach die Dinger. Ja, ja, ich hab eher so grüne Gläser. Schön. Nee, ich mach die leuchten im Dunkeln. Ich mach mir was, wie kriege ich denn Pink hin? Muss ich dann Rot und Blau eigentlich mischen, ne? Rot und... Blau, oder? Dann müsste es doch... Blau pink. Und auch ein bisschen grün, oder nicht? Ah, je mehr Blau, desto mehr lila. Wunderbar. Nein. Tattoos will ich nicht, das passt nicht zu meiner Persönlichkeit. So, soll ich das als Favoritspur mal speichern für dich? Ja, ja, ich will auf jeden Fall damit auch irgendwann spielen. Okay. Du kannst dir auch noch eine Stimme aussuchen. Oh, wo, war das bei Appearance? Ja. Da war es Voice. Hoch. Ja. Oh nein, das Viereck ist ja recht links. Okay, ich dachte, der sagt was. Die macht nur Geräusche. Ja, das passt zu mir. Okay. Bild kannst du auch noch machen. Da, also du brauchst auf jeden Fall eine andere Körperform. Ach so, oh. Machen wir... Large Head. Large Head ist wichtig. ach so, mehr kann man da gar nicht aussuchen. Ja gut, aber das passt. Noch eins von allen. Und eine andere Frisur, wenn du willst, aber die siehst du wenig. Wo ist denn die Frisur? Später. Wahrscheinlich bei irgendwie Face Details vielleicht oder so. Ja, komm, wir machen es jetzt einfach und finishen jetzt. Und da ist die Folge auch schon fast vorbei. Die Frisur ist auch überhaupt nicht wichtig. Ja, machen wir mal ein bisschen länger in der ersten Folge. Ja. Ach, so, wir haben grad mal die Hälfte. Da könnt ihr jetzt noch ein bisschen hier Skill sehen. Mhm. Oh. Da bin ich mir sicher, dass wir jetzt gleich direkt richtig Skill sehen werden. hier gibt es wahrscheinlich wie bei Dark Souls keinen Schwierigkeitsgrad. Nee. Okay. Mhm. Also, gut. Du kannst aber bestimmte Bereiche schwerer machen, ja. Wenn sie dir zu einfach sind. Mit Items. Wie geht. Ach so, okay. Das wollte ich nämlich gerne wissen, wie das geht. Das werde ich brauchen. Man hat brauchbare Items, die man dann nehmen. Das geht auch bei Dark Souls 2 schon. Ah. Und dann werden die nämlich schwerer. Also, und kriegst auch mehr Seelen. Das ist jetzt gleich auf jeden Fall sehen, dass das wie wunderschön das Spiel aussieht. Also, künstliche Handicaps. Genau. Mhm. Also ich kannst du direkt dann einnehmen beim ich habe jetzt aber den Vertrag unterschrieben und jetzt beginnt die Transformation. Genau, du bist jetzt ein Hunter. Jetzt werde ich selber zu einem Hunter, okay. Genau. Die wird, glaube ich, irgendwie... Also alles hat hier ja mit Blut zu tun. Und ich glaube, du kriegst da auch irgendwie so Dämonenblut in dich hinein oder sowas. Mhm. Mit diesem Vertrag. Und ein bisschen Dragon Age, ne? Und bis dann... Ja, bist dann halt immun gegen diese Seuche, die in der Stadt... Oh. Ja, wie Dragon Age. Nee, aber cool. Das, oh nein. Ich habe viel zu viel Angst, das Spiel zu spielen. Was ist nochmal das andere Wort für Werwolf? Lykanthrop oder so? Oh. Oh, Lykanthrop.
Ja, komm, ich holen. Ah, er wollte mich anfassen, ist jetzt verstorben. Ja. Was irgendwie komisch ist, also weil kann ich jetzt das Spiel laufen? Ja, für eigentlich alle anderen passiert das nicht so eigentlich. Vielleicht, weil das gerade noch frisch ist. Gollum, was macht der da? Die sind super niedlich irgendwie. Oh! Ja, komm her! Hoppa, hoppa. Okay. Das sind deine Freunde. Ja, die beschützen mich. Die bauen jetzt aus ihren Körpern einen Käfig. Wie bei Diablo. Ich finde die Story richtig geil. Ja, wenn man die ein bisschen raustüftelt, ist die echt gut. Da siehst du jetzt direkt so einen Geist, das ist jemand anders, der spielt. Ja. Oh nein. Der soll sich verziehen. Der ist nicht in deinem Spiel drin. Da siehst du halt nur was, wie der zum Beispiel gestorben ist oder so. Ja, sind wir drin im Spiel. Wie du siehst, hast du außer deinem guten Aussehen nichts bei dir. Also ich muss dazu sagen, ich drücke jetzt auf Kreis und eine halbe Sekunde später rollt er erst, ne? Ja, ist das im Spiel so oder ist das jetzt, weil wir aufnehmen? Okay, alles klar. Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Geh mal kurz her. Wäre doch schon ein bisschen Delay. Das wollen wir schon mal direkt festhalten. Hau mal. Wir haben Delay. Mit R2. Oh, Handkantenschlag. Geil. Ah, das wird schon. Mit L1 mache ich den Tanzmove. Was ist das? Waffenwechsel. Machst du deine... Also mit L1 klappst du die doch aus, oder nicht? Ja, du klappst deine Waffe aus. Oh. Aber du hast ja noch... Spoiler Alert. Ja. Jetzt hast du gerade nicht vor den Penis in der Hand. Das sind Sachen, die... haben andere für mich hinterlassen. Genau. Ja. Okay, wie die... Ich weiß nicht mehr, wie das heißt bei Dark Souls, aber das ist ja auch so. Da kannst du was lesen. Seek pale blood to transcend the hunt. Seek pale blood to transcend the hunt. Ja, viel besser. So. Das war ziemlich gut für den. Das war wirklich. Teaster nachgemacht. May the good blood guide your way. So, ich lese jetzt hier keine Noob-Kommentare von anderen Spielern. Ja. Was soll die Scheiße? Was wollen die von mir? Du wirst das schon so schaffen. Das hat ein bisschen Resident Evil-Style gerade. Gibt's, also kann man hier einen Gegner locken? Also ich meine so, wie sagt man, locken, also Lock-Mode, wo man quasi dann um ihn herum... Ach so, ja. Mit L1, L2? R3 drücken, glaube ich. Also den Stick drücken? Ja. Okay. Und wenn du langsam läufst, ne, schleichst du dich an. Dann kannst du Leute von hinten angreifen. Und da siehst du deinen ersten Freund. Der ist okay, der tut dir nichts. Den roten kannst du sehen, wie er spielt. Ah! Nein! Handkantenschlag. Ein Stück. Boah. Ich würde anlocken. Auf jeden Fall. Das ist echt wichtig. Ja. Das ist echt wichtig in dem Spiel. Ah! Du machst alles kaputt. Achso, bei ich rolle, bin ich nicht mehr gelockt. Doch. Also, jetzt kannst du nämlich, jetzt rollst du nicht mehr, sondern kannst um ihn herum springen. Ah, okay, cool. Haben die Schläge unterschiedliche Wirkungen? Boah. R1 ist ein leichter Schlag, R2 ist ein schwerer Schlag. Ist das die Schadensanzeige über dem... Ja, genau. Ah, okay, alles klar. Und wie du ja jetzt schon siehst, oben links... Oh, du bist tot. Ja, nein! Der erste Tod! Ja, ist, jetzt gleich mache ich den fertig, das ist kein Problem. Aber das ist auch... also es ist möglich, ihn zu tilten. Aber eigentlich sollst du sterben. Nein. Das ist eigentlich normal. Glaube ich nicht. Also ich bin weggerannt. Echt? Ja, ich bin weggerannt. Achso. Hast du so gemacht? Ich bin auch beim ersten Mal gestorben, beim zweiten Mal habe ich es geschafft, ihn zu töten. Ja? Okay. Ja, aufregend. Wo bist du denn jetzt gelandet? Ich weiß es nicht. ich habe jetzt. Müsste ich das jetzt wissen? Nein. Ich bin in meinem eigenen Albtraum. Kannst du hier erforschen. Willst du jetzt noch ein bisschen erforschen oder wollen wir das in der nächsten Folge weitermachen? Oder machen wir heute ein bisschen mehr? Weißt du was? Wir erforschen es in der nächsten Folge ganz in Ruhe. Alles klar.
Ja, das hat ja schon mal Spaß gemacht. Ja, ihr könntet schon mal sehen, auf was ihr euch gefasst machen könnt mit Jan. Als, ja, mit so vielen Sterbearten. Und ich sehe so geil aus. Super Fashion Sense. Bis morgen. Ja. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.